In dieser Ausstellung versuchen wir, Ihnen das Leben und Werk Max Halberstadts möglichst facettenreich zu präsentieren. Um es hamburgisch auszudrücken, worum geht das? Es geht um einen Fotografen, es geht um Fotografie. 1907 eröffnete Max Halberstadt sein Atelier für künstlerische Fotografie am Neuen Wall im Zentrum Hamburgs. Schon zwei Jahre später erhielt er Besuch von Sigmund Freud, dem Wiener Psychoanalytiker, der Max Halberstadt ausgewählt hat, von ihm Porträts zu erstellen. Aus der geschäftlichen Beziehung wurde sehr bald eine private, denn 1913 heiratete Max Halberstadt die schönste Tochter Sigmund Freuds, Sophie. Die Porträts, die Max Halberstadt von seinem Schwiegervater schuf, haben heute ikonischen Charakter. Bis zum Tod von Max Halberstadt erhielt er in Veröffentlichungen, in Zeitungen und Büchern die Credits, die Unterzeilen zu den Fotografien, hergestellt von Max Halberstadt Hamburg. Nach 1945 geriet Max Halberstadt in Vergessenheit. Ein aktiver Prozess. Die Fotos, die bis heute weltweit benutzt werden, die Fotografien, die auftauchen auf Buchcovern, in Zeitschriften, in literaturwissenschaftlichen, psychoanalytischen Veröffentlichungen, benutzen die Fotos von Max Halberstadt, ohne seine Urheberschaft zu nennen. Diese Ausstellung ist der Versuch, für den sorgsamen Umgang mit Fotografien zu plädieren, nicht nur mit Blick auf die Fotografien und Porträts, die Max Halberstadt von Sigmund Freud schuf. Dieser Raum ist sehr ungewöhnlich für uns im Museum für Hamburgische Geschichte, weil er sehr stark inszeniert ist, weil er sehr bildhaft ist. Aber er wird so auf diese Weise dazu beitragen, die Erinnerungskultur zu versinnbildlichen. Die Erinnerungskultur, die für uns als Museum ein ganz wesentlicher Faktor ist. Sie sehen in der Ausstellung auf ungefähr 400 Quadratmetern den Stadtplan Hamburgs und Sie sehen einen Riss. Dieser Stadtplan reißt irgendwo ab, und zwar an der Schnittstelle 1936. Die Machtübertragung an die Nationalsozialisten in Hamburg im Januar 1933 riss Max Halberstadt den Boden unter den Füßen weg. Prominente Firmen wie Reemsma, Gaboven, Dralle zogen sich zurück. Privatkunden mochten oder konnten sein Fotoatelier am Neuen Wall nicht mehr aufsuchen, weil sie ja sonst von einem Juden fotografiert worden wären. 1936 gelingt es Max Halberstadt, nach Südafrika zu emigrieren. Es gelang ihm auch, in Johannesburg zwei Jahre später ein eigenes neues Atelier aufzubauen. Aber durch die Emigration und durch die Verfolgung durch die Nationalsozialisten gesundheitlich geschwächt, starb er 1940 im Alter von 58 Jahren in Johannesburg. Ein Emigrantenschicksal. Fotografien sind nach wie vor und heute vielleicht mehr als in langer Zeit das Medium, mit dem wir versuchen, Gegenwart festzuhalten, bevor sie Vergangenheit wird. Und die Fotografien Max Halberstadts, die in dieser Ausstellung zu sehen sind, geben uns einen solchen Moment des Festhaltens des jüdischen Lebens und seiner Vielfalt im Hamburg der 20er Jahre. Und ich hoffe sehr, dass diese besonderen Einblicke in das besondere Wirken eines leider zu Unrecht bislang vergessenen Fotografen uns dabei helfen werden, bessere Perspektiven und Einsichten für unsere offene, für unsere vielfältige und für unsere freie Gesellschaft im Jetzt zu entwickeln. Halten wir diese Erinnerungen fest und gewinnen wir daraus die Zuversicht, in der Zukunft besser in Vielfalt miteinander leben zu können.